Auf der ehemaligen Parks Range in Lichterfelde sollen 2500 Wohnungen gebaut werden. 2017 stellte sich heraus, dass auf dem Gelände einige Baracken eines Kriegsgefangenenlagers existieren. Für deren Erhalt setzen sich verschiedene bürgerliche Initiativen ein. Wir befinden uns hier auf dem Gelände des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers Stalag 3D. Und es ist das einzige Kriegsgefangenenlager in einer deutschen Großstadt. Diese Baracke hier ist eine Baracke, die erhalten bleiben wird. Viele andere Baracken werden abgerissen werden. Und diese Baracken sind eben nach dem Krieg für unterschiedliche Kleingewerbe weiterhin genutzt worden. Dass an diesem Ort vor allem französische Kriegsgefangene interniert waren, war kein Geheimnis. Dass einige Baracken jedoch noch existierten, überraschte viele. Ins Rollen gekommen ist es dann dadurch, dass diese Hohlblocksteine ich wiederum identifiziert habe in Sachsenhausen und die dort gefragt haben, sind diese Steine historisch? Und die haben gesagt, ja. Und dann haben wir angefangen zu sagen, da muss doch was gewesen sein. Die Rechercheergebnisse sind derzeit in einer Sonderausstellung des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit in Oberschöneweide zu sehen. Besucher erhalten Informationen über den Ort, von der Vorkriegszeit über die Nutzung als Kriegsgefangenenlager bis hin zu den aktuellen Bebauungsplänen. Und es kommen ständig neue Erkenntnisse dazu. Das Tolle daran ist, dass aufgrund dieser Ausstellung und für diese Ausstellung sich immer wieder neue Quellen auftun. Es haben sich also Franzosen an das Dokumentationszentrum gewendet und haben gesagt, ja, wir haben auch noch Dokumente von unserem Vater oder von unserem Großvater sogar. Neben zahlreichen historischen Dokumenten werden in der Sonderausstellung in Oberschöneweide 9 ausgewählte Biografien gezeigt. Darunter vorwiegend die Lebenswege von Kriegsgefangenen, aber auch von Menschen, die eine andere, unmittelbare Verbindung zum Kriegsgefangenenlager in Lichterfelde haben. Dabei überrascht auch der Name eines französischen Weltstars. Piaf hat diese Lager zweimal besucht und hat hier Konzerte gegeben. Die haben bei diesen Besuchen Zigarren und Cognac mitgebracht für die Wachmannschaften. Die haben sie damit weichgestimmt und haben dadurch die Erlaubnis bekommen, sich mit Kriegsgefangenen fotografieren zu lassen. Diese Fotos haben sie mitgenommen nach Frankreich, haben sie vergrößert, haben falsche Papiere angefertigt, die sie in eingeschweißten Konservendosen beim zweiten Besuch mit hatten, die dann ausgegeben haben und einige von den Kriegsgefangenen haben sie so aus dem Kriegsgefangenenlager rausgeholt, unter anderem eben den Verlobten von der Assistentin von der Edith Piaf. In Neulichterfelde, wie das Neubaugebiet genannt wird, bleibt eine der noch existierenden Baracken bestehen. An einem Gedenk- und Lernort soll dann an die über 2500 permanent im Lager lebenden Kriegsgefangenen erinnert werden. Alleine in diesem Bezirk Steglitz-Zehlendorf hat es 99 Lager für zivile Zwangsarbeiter gegeben, die man aus den besetzten Ländern weggeschleppt hat und die hier für die Rüstungsindustrie oder sonst wen arbeiten mussten. Und wie gesagt, wer seine Geschichte nicht kennt, der weiß nicht, wo er steht und der weiß auch nicht, was er in Zukunft gegebenenfalls verhindern muss, wenn er die ersten Leuchtzeichen nicht am Himmel, sondern in der Gesellschaft bemerkt, was da los ist. Und auf der anderen Seite, Bauen und Erinnerungskultur lässt sich vereinen, das zeigt sich hier. Die Ausstellung Vergessen und vorbei ist noch bis Ende Mai in Oberschöneweide zu sehen.